Oh, Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Endlich das Video, noch zum Abschluss. Ich zeige euch alles. Reden wir nicht lange drum herum. Ich habe noch ein bisschen ausgemistet, also wirklich so random Zeugs. Moment, ich muss nur ganz schnell. Das müssen wir noch ausmisten. Das habe ich nämlich gerade vergessen. Vielleicht ist irgendwas davon potenziell 100. Nee, der war potenziell 0. Okay. Können wir die vier auch wegschmeißen und dann... Ich meine, ich habe alle Teile dazu schon immer separat hochgeladen, aber hier nochmal zum großen Abschluss einfach alles. Ich habe Plätze voll und davon ein bisschen mehr als die Hälfte belegt. Ein Shiny Bisasam noch zum Tauschen, 100er Glücks Bisasam Knosp. Zwei, also ich markiere immer meine Erlösten mit 2, wenn ich 2 davon habe, aber ich brauche ja nicht 2. Das heißt, ein potenzieller 100er wird gelöscht und dann bei dem anderen eine 1 dazu getan. Nur damit ich halt ungefähr weiß, wie viele erlöste 100er ich hätte, aber so nicht alle 100er erlöst im Beutel sozusagen aufbewahren muss, falls das Sinn macht. Ein paar random 100er, zwei 2016er. Die hatte ich damals hochgepusht und nie fertig gemaxt, sind dann einfach nur alt. Ein Lucky Shiny, ein Shiny vom C-Day 96 damals gefangen, check das wieder vom C-Day. Noch ein paar mit 100er mit C-Day Attacke. Glumanda, boah, wenn ich das für jeden mache, dauert es ja echt ewig. Macht euch auf ein 1 Stunden Video gefasst, aber wir gehen jetzt echt alles durch. Glumanda habe ich noch 100er über, aus dem Ei letztens, glaube ich, was das letztes, irgendwann dieses Jahr. Glumanda zum Tauschen. Kein normales Shiny. Das habe ich nämlich Shiny gegen Shiny getauscht für hier Shiny Lucky. Ein altes 100er und eins, das ich schon gemacht hatte, das hat nicht die Seed-Attacke. Ein paar Sonnenbrillen Shigis habe ich noch. 298er knapp, kein 100er mit Sonnenbrille, was aber auch nicht juckt. Noch zwei zum Tauschen. Ein Shiny Lucky mit Sonnenbrille, noch ein zum Tauschen, erlöstes, ein 2016er, richtig alt. Das könnte ich potenziell tauschen, um den Glücksfaktor zu erhöhen. Und noch ein Turtok, 100 auch nicht mit der Seed-Attacke, ich hatte die alle schon davor entwickelt und gemaxt. Ein Raupi zum Tauschen, Smetbo zum Tauschen, 100er Smetbo und gemaxt. Ah ja! Übrigens, wenn jemand richtig krass ist, weil immer fragen mich Leute, yo Hong, wie viele 100er gemaxt hast du oder wie viel gemaxt? Ich weiß es nicht, ich weiß nur, wie viele mir noch fehlen. Ich weiß, was ich noch nicht gemaxt habe. Dementsprechend, falls es wirklich irgendjemand interessiert, Ärger geht raus an irgendjemand, der unten in die Kommentare dann schreibt, so gemaxte Pokémon, Doppelpunkt, schillernde Pokémon, Doppelpunkt, Lucky Pokémon, Doppelpunkt, 100er, Doppelpunkt und dies und das. Bibor. Demnächst C-Day, schauen wir mal, ob ich den mitspiele, weil in den letzten paar Tagen habe ich echt gar nicht mehr gespielt. Taubsi, einen habe ich noch zum Tauschen, Shiny Lucky, 100er Max, Radfatz. Ich habe auch viele Shiny schon weggeschmissen, also ich hatte mehrere Radfatz jetzt, auch Alola Radfatz. 100er gemaxt, 400er erlöst hätte ich jetzt schon gehabt. Alola Shiny Lucky, Alola Max, Ibitak. Den 100er könnte ich eigentlich wegschmeißen, diesen 143er. Ibitak Max, Shiny gibt es ja noch nicht. Abok, Shiny Lucky 96er, Max, ein paar 100er Pikachu noch. Die ganze mit Hute, Hute und Shiny. Habe ich auch, sammle ich auch nicht mehr. Habe ich zwar jetzt die letzten mit diesen ganzen Huten in 100 mehr geschnappt, aber wirklich sammle ich die auch nicht mehr. Alola Raichu, Max, Shiny Lucky, Alola Raichu und hier irgendwo war auch ein Raichu Normal Max, Sandama Max und Sandama Shiny Lucky, Alola Sandama, Max und Shiny Lucky, erlöste Sandama 100, Nidoqueen 100er Max, Nidoqueen Normal, Shiny Lucky, Nidoking 100er Max, Nidoking Shiny Lucky, Pixie 100er Max, Pixie Shiny Lucky, Vulnona 100er Max, Alola Vulnona 100er Max, Shiny Alola Vulnona, Knullof 100er Max, Knullof Shiny Lucky, Random 100er Expert, was halt alt ist, Megaplatz zum Tauschen,
Shiny Lucky Giflor, 100er Giflor Max, Parasect, 100er Max, Omot, 100er Max, kein Shiny Lucky, den muss ich mir erst noch vertauschen. Ein paar Dicta, müsste ich eigentlich auch ein paar wegschmeißen. Ein paar Alola Dicta, 100er Dicta Max, Dictri, Shiny Lucky, 98er Dictri, Alola Dictri und 100er Shiny Dicta, nicht vergessen. Da habe ich noch nicht genug Bonbons, um den zu maxen. Also ich habe noch keinen Alola Dictri Max, das wird natürlich mein 100er. Mauzi, ein Krypto-Mauzi, tausche ich irgendwann, hoffentlich, falls mich das noch juckt, gegen ein erlöstes Shiny-Mauzi. Gala-Mauzi, keinen guten bisher. Normal-Mauzi, 100er Max. Alola-Mauzi, 100er Max. Alola-Shiny-Mauzi, 96er Lucky. Enteron, 100er Max. Enteron-Shiny-Lucky. Enteron-Erlöst, 100. Rasaf 98er Max und dann bin ich auf die Jagd gegangen und hab mir den 100er gegönnt aus der Quest, wisst ihr. Shiny Lucky Rasaf. Fukano habe ich ein paar. Da habe ich auch schon, glaube ich, 200er weggeschmissen. Shiny Lucky Akani. Akani noch Shiny zum Tauschen. Kopsel Shiny zum Tauschen. 100er Quapo Max. Shiny Lucky Quapo. Aber kann ich eigentlich auch ein paar wegschmeißen. Max Kadabra. Simsala, sorry. Noch eins aus 2017. Shiny Lucky Simsala. Ein paar Macholo. Ein paar 100er. Ein paar gemaxte. Nicht alles 100. Shiny Lucky 96er Machomai. Ultrigaria 100 Lucky. Und erlöst. Tentoxer 100. Max Tentoxer. Shiny Lucky. Ein paar Kleinscheine zum Tauschen. Ein paar Geowatts Max. Shiny Lucky Geowatts. 100er Alola Geowatts Max. Shiny Lucky Level 1 Geowatts. 96er Galopper gemaxt und dann 100er Ponita bekommen. 96er Shiny Lucky Galopper, 100er Lamos, 100er Porenta, Shiny Lucky Porenta. Hab mir einen gegönnt, ich konnte nicht widerstehen. Auch wenn ich die letzten Tage das Spiel ein, zwei Mal nur angemacht habe. Eins der wenigen Male war für Gala Porenta 100er. Dodri Max, Yugong Max, Shiny Lucky Yugong, kein Alola Slimer Max leider, es gab bisher noch keine Quest. Raid technisch will ich jetzt nicht Pässe dafür ausgeben, als es den immer in den Raids gab und gebrütet hatte ich da noch nicht das Glück. Slime Mock 100er Max, Shiny Lucky Slime Mock, Shiny Lucky Alola Slime Mock. Dementsprechend auch noch kein Alola Slimer Max. Paar Mushas habe ich noch zum Tauschen. Da habe ich auch schon 3, 4, 5, 3 glaube ich weggeschmissen. Allein bei Mushas Spotlight Stunde habe ich 2 bekommen. Austausch 100er Max, Austausch Shiny Lucky 93. Nebulak habe ich noch ein paar 100er und ein paar Shinies zum Tauschen. Apollo auch. Es gab mal eine Zeit, da war er selten. Ein paar Gengars, ein paar alte Gengars, ein paar nicht gemaxte Gengars. Party Hood Gengar, Shiny Lucky Party Hood Gengar. Anstatt nur Shiny Lucky Gengar, weil Shiny Lucky Gengar mit Party Hood ist besser als Shiny Lucky Gengar ohne Party Hood. Ist nur eine kleine Verbesserung, aber wenn man es mitnehmen kann, wie bei Radikal. Ich habe ja ein Shiny Lucky Radikal. Aber wenn ich ein Shiny Lucky Hood Radikal bekomme, dann nicht so schlimm. Bei den anderen Hüten juckt es mich jetzt nicht, weil die kann man meistens nicht entwickeln. Hypno Max 100, Shiny Lucky Hypno, noch ein Hypno zum Tauschen, erlöstes Hypno, Kingler 100er Max, 96er Shiny Lucky, 100er Elektroball, noch leider kein Shiny Lucky, Kokowai 100er Max, Alola Kokowai 100er Max, den habe ich auch lange gejagt, Shiny Lucky Kokowai, Shiny Lucky Alola Kokowai und zwei Shiny Alola Kokowai zum Tauschen. Ich hätte zwei erlöste Kokowai, aber einen habe ich weggeschmissen, 100er Knogger Max, Shiny Knogger habe ich zum Tauschen, Shiny Alola Knogger habe ich mir letztens getauscht. Da hatte ich einen auf dem kleinen und dann wurde ich mit dem endlich lucky. Weil sonst hat den ja keiner. 100er Knogger, den habe ich auch letztens gemaxt offline. Es war Max on Monday, am Montag war das Max on Monday. Wollte ich unbedingt maxen und ja, deswegen habe ich auch noch nur noch 50.000 Staub. Kikli und Nocturne. Nocturne habe ich lange gejagt. Kikli kam mal wild, Level 30 oder 35 in München. Smogmog 100, Gala Smogmog, leider keinen guten. Hätte ich gerne damals mehr gemacht, aber niemand wollte.
die machen Shane Lucky, Smoke Mock, gibt sogar, das kommt eh noch, das, die haben neue Entwicklungen. Kagama, ich habe 96er damals gemacht, weil ich keinen 100er bekommen habe. Und seitdem kann man den aber nochmal maxen. Das heißt, ich habe gar kein. Oh, ich dachte, der wäre mal wirklich, wirklich max. Das heißt, ich muss eigentlich den noch maxen. Aber dafür haben wir nicht genug Staub. Oh krass, Kagama ist nicht gemaxt. Shiny Lucky Kagama, Walking Stummy, 100er Max, Pantymos 100er Max und ich habe einen Shiny Lucky Pantymos und noch einen zum Tauschen. Versichlo habe ich, sogar 96er Shiny. Rosana 100er Max, Rosana Shiny Lucky, 93 100er Pinsir Max natürlich, Shiny Lucky Erlöst Pinsir. Tauros leider nur 98 Max, fehlt mir der 100er komplett. Ist auch der einzige von Gen 1, abgesehen von den drei legendären Vögeln und Mew. Shiny Lucky, Carpador. Es gab mal einen Moment, da hatte ich 30 100er Carpador und Gyarados. Aber die meisten habe ich weggetauscht, weil die meisten habe ich um ungefähr 2017 gefangen. Dementsprechend für erhöhte Lucky Chance sind die meisten draufgegangen. Auch viele Shiny Carpador sind schon wieder weg. 98er Lapras Max, weil der 100er mir lange gefehlt hat, aber den habe ich dann bekommen. Er löst 100. Ein paar Lapras zum Tauschen. Shiny Lucky am Start. Ditto ist auch am Start. Habe ich den jemals gemaxt? Ja, habe ich. Hier noch ein paar Evoli. Auch da hatte ich so viele 100er früher. Die meisten hier. Ich habe jeden einmal einen 100 Max. Jeden einmal einen Shiny Lucky. Da interessiert mich die Blume nicht. Und jeden einmal mit Blume. Aber das interessiert mich eigentlich nicht. Amoroso 100 Max. Amoroso 96 Shiny Lucky. Kabutops Max, Kabuto Shiny Lucky, Aerodactyl 100er Max und noch ein 100er irgendwann aus dem Raid oder gebrütet. Einen habe ich aus dem Raid, einen habe ich gebrütet. Drei Galaxe 100er Max, ein 100er Max, die anderen zwei nur wild gefangen. Jetzt bei diesem Kanto Event und Dingern kamen sogar überraschend viele. In letzter kamen viele. Also damals war es noch verrückt, dass ein 100er Galaxe so wild spawnt. 3 98er Arctos, ein Shiny Lucky, ein Gemax und ein Random. Und ein Shiny Erlöst Lucky. Ne, nicht Shiny. Leider nicht Shiny. Erlöst Lucky, weil ich habe angefangen, einfach auch da jeweils ein mir zu sammeln. Falls die Leute nichts Schillerndes haben, was ich tauschen will. 96er Max Zapdos, 98er Max Lavados, 93er Shiny Lucky. Tratinis, ich hatte auch so viele 98er Tratini dran, die meisten sind auch schon drauf gegangen. Aber den 100er, den ich habe ich nie gemaxt, weil der so low war. Ich habe ein paar 98er Max, da dachte ich mir, Mewtwo, 100er Max, ich nenne alle meine 100%, die ich auf beste Freunde habe, 101%. 100er Shiny Lucky Max Best Friend, 200.000 Max Rate, 98er Shiny Lucky. Erster Versuch, ein Tausch. 98er Random, 98er aus dem X-Ray, 98er Attack 14, nicht gemaxt, 96er und dann noch hier Rüstungs-Mewtwo. Versuche ich momentan auch einen guten zu bekommen. Mew gemaxt und das war Gen 1. Viertelstunde für Gen 1 verbraucht. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen schneller. Shiny Lucky, ich warte noch. Letzten Winter hatte ich nicht genug Bonbons, um den zu entwickeln, aber jetzt durch die ganzen Events, wo nochmal alle Starter wiederholt wurden, habe ich von allem genug Bonbons. Hoffentlich vergesse ich es aber dann nicht diesen Winter. Tanupto, Shiny Lucky, 100er Max, Seedai-Attacke, Kanimani auch. 96er Shiny Lucky, nice. 100er Legacy-Attacke, 100er Seedai-Attacke. Wieso habe ich auch schon so viele weggeschmissen? 100er Wieso Max oder Visenio. Shiny Lucky Visenio. Noctu 100er Max. Gibt es noch nicht Shiny. Ledian 100er Max. Ariados 100er Max. X-Bad 100er Max. X-Bad 100er Shiny. Habe ich mal aus der Quest bekommen. Zubat. 300er X-Bad. Erlöst. Ein paar Lampi von der Safari-Zone. Aber noch keinen Shiny Lucky, weil irgendwie finde ich keinen, der Lampi gegen Lampi tauschen will. Lantern 100er Max, paar Pichu, 100er Pichu mit Weihnachtsmütze, auch wenn mich das nicht juckt. Xatu 100er, 3 zum Tauschen, 100er Shiny,
100er Pharos Max, Shiny Lucky, Rubella 100er Max, Rubella 100er Shiny, Azumarill 100er Max, Azurill, der heißt nicht Azurill, oder? Heißt Azurill und der andere heißt Azumarill. Ne, der heißt Azumarill, stimmt schon. Mogelbaum 100er Max, Mogelbaum Shiny Lucky 100, Quaxo 100er Max, Quaxo Shiny Lucky, Papunga 100er Max, Sanfloga 100er Max, 93er Shiny Lucky, noch ein Shiny zum Tauschen, Moa, Lord 100er Max, Psyana 100er Max, Shiny Lucky 96er, 93er Shiny Lucky, 100er Lashoking, Incognitos habe ich auch irgendwo ein 100er Max und ein paar 100er Random. Wingenau Shiny Lucky mit Partyhut. Hatte den Shiny Lucky davor schon, aber den habe ich dann weggeschmissen. 200er Wingenau erlöst. Den habe ich sogar mal eine Weile gejagt, weil ich gar keinen hatte. Gigafarik 100er Max. Forsaker 100er Max. Forsaker Shiny Lucky. 3 zum Tauschen noch. Dumiesel 100er Max. Dumiesel 96er Shiny Lucky. Das war Shiny Dumiesel gegen Shiny Dumiesel. Und der Kollege hat 100er bekommen und ich 96er. Stardust 100er Max, Stardust Shiny Lucky, Granbull 100er Max, Shiny Lucky, Waldorfisch 100er Max, Xerox 100er Max, Shiny 98er und erlöst Lucky Shiny. Podgott 100er Max, Podgott Shiny Lucky, Scaraborn leider kein 100er, dementsprechend auch kein Max, Curaçon leider kein 100er, dementsprechend nicht Max, Mikago und Ursaring Max, Octopus Max, Weihnachtsmann Delibird, wie auch immer da ist, Botogel 100er Max, Mantax 100er Max und der hat genauso viel wie Skarmory 100er Max, Panzeron, Shiny Lucky. Auch da, die Rate war auf einmal so erhöht, am Anfang war der noch selten und dann irgendwie hatte ich 10 Stück davon, auch ein paar weggeschmissen. Hunduster oder Hundemon Max, Shiny Lucky, Zedra King 100 Max, 93er Shiny Lucky, Donphan 100er Max. Damiaplex mit Ding, falls es irgendjemand interessiert, Shiny zum Tauschen, weil ich habe mein Shiny, leider gibt's nicht, Shiny erlöst Lucky mit diesem, mit den Glocken, das wäre heftig. Cabrera kein 100er, Fabigel 100er Max, dementsprechend auch noch kein gemaxt, paar Babys zum Tauschen, 100er Kuh. Jetzt kommt meine Hyterami. Ich habe nur einen gemaxten, der Rest ist einfach wild entwickelt, gefangen und entwickelt, nichts gemaxt. Ein paar Hunderter sind mit dabei, weil. Ja, weil eine Menge Hunderter Chanera jetzt gekommen sind. Vor allem bei diesem Kanto-Woche. Und davor war auch noch ein Event, Valentinstag. Also in letzter Zeit kam eine Menge Hunderter. Und den, mein allerersten. 2017. Level 1. Geico 100er, Best Friend 98er, erlöst Lucky 93er Shiny Lucky, 98er Entei Max, 296 Random, Shiny Lucky leider nicht gut, erlöst 96er Max, 100er Pupita, da warte ich noch irgendwie, wusste jetzt nicht, ob ich den entwickeln kann, weil das mit den Attacken und den Erlösten und so, habe ich nicht aufgepasst, wann man was machen sollte. 200er Max, 298er Max, ein 93er Max und ein random 89er Max. Damals halt noch. 96er Shiny Lucky. 98er mit Steinkante. 96er mit Steinkante. Ne, mit Katapult meine ich, also Steinattacke. 96er Lugia, Shiny Lucky Lugia. 100er Ho-Oh Max, Shiny Lucky Ho-Oh, Celebi Max. Gen 3. Also Gen 2 ging schon viel schneller. Okay, Gen 2 hat die wenigsten Pokémon. 96er Shiny Lucky, warte ich auf C-Day. 100er Gewaltrum Max. Junglut Shiny Lucky. Nichts Besonderes. 91er Shiny Lucky. Erlöst 100er. 100er Magna Yen Max Shiny Lucky. Zickzacks, paar Gala. Noch kein 100er Gala. 100er Normal Gigadax. Shiny Lucky Gigadax. Wompel. Können den eigentlich entwickeln? Ah, nee.
Weil ich brauche Pudox Shiny Lucky. Papinella und Pudox 100er Max. Da hatte ich nicht genug Bonbons, aber jetzt habe ich es. Hatte nicht genug Bonbons, um den zu entwickeln. Entwickeln mal schnell für euch. Den auch 100er Max und Shiny Lucky Random. Also Random ist alles, was ich nicht mit dem bloßen Auge erkennen kann. IV-technisch meine ich jetzt. Weil, wenn es nicht gut genug ist, mache ich mir nicht die Mühe, um den abzuchecken. 100er Tangolist Max, Schwalbos Max, 600er Shiny Lucky, Pelipper 100er Max Lucky, Gardevoir habe ich ein paar 100er. Ich weiß noch, wo wir damals Botanischen Garten reingegangen sind für den mitten in der Nacht. Und jetzt habe ich halt so viele. Das war echt unnötige Aktion. Maske Regen, Maske Red irgendwie 100er Max, wie auch immer der heißt. Pilzmann 100er Max, Leta King 100er Max. Steht ganz oben, gefällt mir, über allem. Einen Kader, 100er Max, den habe ich lange gejagt, oder einen Jusk. Ninja Tom 100er, Lucky Max, das hat mich sehr gefreut. 98er Shiny. Dieser laute Typ 100er Max, Mako. Mako Hita weiter mit Kageyama. 100er Max, Shiny Lucky 93. Das wusstet ihr noch gar nicht. Ich habe endlich einen 100er erlöst Flunkiefer bekommen. Das hat echt ewig gedauert. Sehr, sehr, sehr lange. Ich habe schon 98er Lucky gemaxt. Zubiges Shiny Lucky 100, Zubiges 100 Max. Zubiges Shiny Lucky erlöst. Und noch ein Shiny Crypto, also Shiny erlöst zum Tauschen, wenn jemand haben will. Stalos 100er Max. Medichamp, Meditales. 96er Shiny Lucky, Fritzeblitz Entwicklung, Voltenso. Illumis 100er, Volbeat 100er Max, Illumis. Volbeat Shiny fehlt mir noch, aber ich kenne Leute, die haben halt offensichtlich einfach nur noch nicht getauscht. Twilo 96er Shiny Lucky, 100er Max, 100er Max, Wildout 100er Max. Komarup 100er Max, Kürtel kein 100er, Shiny Lucky 101%. Genau. Pandir 100er Max, Shiny Lucky. Da sammle ich nicht die verschiedenen Formen, das ist mir so vollkommen egal. Da habe ich auch einen 98er Max, Libeldra und dann einen 100er erlöst bekommen. 96er Shiny erlöst, Shiny Lucky erlöst, ne, nur Shiny Lucky, nix erlöst. Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit A. Alteria, 96er Shiny Lucky. Man kommt durcheinander, Shiny Lucky erlöst, Shiny, wie ist das? Jetzt Sonnfell, nicht 100. Jetzt kommt Event und dann wechseln die. Also auch wenn ich nicht wirklich aktiv bin, sollte ich wahrscheinlich einen bekommen irgendwann mal. Und dann kann ich auch die zwei maxen, weil die zwei sind auch noch nicht gemaxt, weil da warte ich auf das Pärchen. Boach 100, also Wels auf Deutsch. Krabbe, böse Krabbe 100er Max. Puppe 100er Max. Pflanze 100er Max. Ameisenkäfer 100er Max. Milotic 100er Max. Regenform alle 100er Max. Geister 100er Max. Erlöst 100er. Tropius kein 100er. Palimpalim nur 98. Absolut kein 100er. Dafür ein Shiny Lucky erlöst. Die hier, diese ganz Eiswasser-Pokémon alle 100. Auch beide Formen 100. Aber ich glaube, doch auch gemaxt. Da hatte ich einen Fehlversuch. Relikant leider kein 100er. Ihr wisst Bescheid, wenn ich check das letzte Video ab, dann wisst ihr wieso. Mein Bestes ist 93 Lucky, traurig. Das ist sehr traurig, Mann. Müsste ich eigentlich alle wegschmeißen, aber weiß nicht, falls irgendjemand sich noch drüber freut. Das ist regional. Libiscus 100, Kinwurm auch kein 100er.
Ja, kann man einfach noch gönnen. Melter ein paar Hunderter. Regi Eisen nicht gemaxt, weil bisher. Ah, doch, Regi Eisen noch nicht gemaxt bisher, weil nicht gut genug. Nur Regi Stil. Das ist echt traurig. Latios 200er, einen davon gemaxt und auf Best Buddy. Latios 100 und 98er noch über. Kyogre 200er, ein Shiny Lucky 100er, Best Buddy und noch ein 98er hier in Reserve und 96er Max. Kyogre, Groudon 100er Max, Best Buddy, ein 96er Max und zwei 96er noch auf Reserve. Vielleicht quasi kein 100er, ein 98er Max und 5, 6, 7, 98er noch auf Reserve. Da wollten viele 98er kommen, aber keine 100er. Jirachi Max, Deoxys 93er Normalform Max, 100er Angriffsform, den habe ich gejagt, könnt ihr gerne abchecken. Max, also ich wollte nur 96 aufwärts, aber habe 100er bekommen. Defense Form, 100er Max, am ersten Tag, wo der rauskam, bekommen. Und Initiativform, 98er Max. Dann Gen 4. Chetara 100er Max, Panferno 100er Max, Empoleon 100er Max, nichts Besonderes jetzt hier, die gibt es alle noch nicht shiny. Alles 100er Max, Shinux leider nur 98er Max, Lucky, da fehlt mir noch der 100er, Roserade 100er Max, der Typ hier 100er Max, hier auch immer da ist Cognodon. Alle Bumiformen 100er Max, eine Bumiform Shiny Lucky und zwar ist das die männliche, das heißt ich brauche noch grün, braun und rosa, theoretisch. Biene 100er, aber männlich, das bringt mir nicht viel. Dementsprechend auch noch nicht gemaxt. Otter 100er Max, Kirsche random, den wollte ich gar nicht mal jagen, weil ich habe die zwei Entwicklungen auf 100 Max. Aber da habe ich mich für einen Glückstausch getroffen mit einem Kollegen und der so, es ist gerade reingekommen, komm, lass mal uns da hinfahren. Shalilos damals mit dem Fehler gefangen, aus Berlin, Grüße gehen raus. Und normalen, noch nicht gemaxt, weil ich brauche noch einen Rosa in 100. Affe, 100er Max, Geist, 100er Max, Hase, 100er Max und 100er mit Blume, aber keine Ahnung. Ich sag, ich sammle die nicht, aber irgendwie habe ich die halt trotzdem. Geist 100er Max, Kramchef 100er Max, Katze 100er Max, Stinktier 98er Max, weil ich noch keinen 100er hatte, aber dann einen 100er bekommen habe. Metallding 100er Max, Oneiga Shiny Lucky, Klippuck, das ist mein Bestes, ich habe 6, 7 Lucky bisher, aber keiner kommt dran. 888 ist übrigens 100, Kommandant nur 98er ist das Beste. Jetzt vielleicht beim C-Day, checkt gerne den Trick ab, den ich letztens erklärt habe, dann könnt ihr euch einen 100er gönnen. Ich weiß nicht, ob ich mir ein Ticket gönnen werde. Schauen wir mal. Zweimal Manfaxo 100er Max. Über das erste Manfaxo habe ich mich sehr gefreut, weil ich hatte noch keinen Relaxo 100. Riolo 98er ist glaube ich mein Bestes. Genau. Ist aber noch nicht gemaxt. Ist glaube ich auch Attack 14, aber macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ein paar 100er Nilpferde. Random Tausch mit meiner besten Freundin und der ist 100 geworden. Passiert nicht alle Tage. Skorpion 100er Max, Frosch 100er Max. Venusliebes. Leider kein 100er, 96er Lucky ist mein Bestes. Leider. Fisch 98er Max. Weil ich kein 100er hatte, aber offensichtlich seitdem die Map wieder stabil läuft, habe ich eine Menge 100er davon. Shiny Lucky erlöst, Snibuna. Normal Snibuna 100er Max. Magneson 100er Max. Schlupp Entwicklung 100er Max. Gihornio 100er Max. Tangelos 98er Max. Aber seitdem letztens die Quest kam, habe ich einen 100er Tangela mir gegönnt. 959. Da habe ich die Quest gejagt. Elevoltic 100er Max, McGrant 98er Max und dann habe ich einen 100er bekommen. Togekiss 100er Max, Janmega 100er Max,
die Evoli-Entwicklung. Fliegender Skorpion 100er Max, Mamutel 100er Max, Porygon Z 100er Max, Galagladi 100er Max, Geist Thaddeus Haus 100er Max, Eisgeist 100er Max, 96er, regionales, legendäres 100er Max, hab seinen Namen vergessen, Vespri. Die anderen zwei habe ich natürlich nicht. Jage 100er Max, Best Buddy, 98er habe ich noch über, Palkia 100er Max, Heatran 100er Max, beide Best Buddy, 98er, den Max davor, bei den 100er habe ich erst beim zweiten Mal bekommen. Ein paar 96er, noch ein 98er, ein 96er Shiny Lucky. Regigigas 98er Max, leider kein 100er, 98er Lucky, danach bekommen, den 96er habe ich auch stabil. Giratina, diese Form, zwei 96er, ein 96er davon ist Shiny Lucky, ein 98er, offensichtlich habe ich den 98er danach bekommen. Und die andere Form, zwei 96er, einer davon Lucky. Cresselia 100, Best Buddy 96er, Shiny Lucky. 96er gemaxt, weil beim ersten Mal habe ich den bekommen und erst beim zweiten Mal habe ich Cresselia 100 bekommen. Darkrai 100er Max, Best Buddy. Darkrai 98er Max und 96er nicht Max. Shiny habe ich am Start. Jetzt kommen wir auch schon zu Gen 5. Alle Starter 100 nicht gemaxt, nichts, weil kein Staub und ich warte noch auf die C-Days. Guck mal da, ups, guck mal da, heißt er glaube ich, 100er Max, Hund 100er Max, Lucky sogar, Katze 100er Max, das haben wir ja erst vor kurzem gemaxt, da wisst ihr Bescheid. Grillmark kam 100er rein, aber habe ich nicht verpasst, ich habe einfach nicht reingeschaut, also ich habe nicht dran gedacht und erst dann irgendwann am Abend habe ich gesehen, oh, da war ein Grillmark 100, den man hätte bekommen können, halb so wild. Zebra, Fledermaus, Maulwurf, oh doch, kein 100er, weil kam noch nicht. Kaktibalk noch kein 100er, trotz so vielen Raids. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, weil die meisten habe ich schon getauscht mit einem Kollegen. Der hat sich getroffen und wir haben echt 70, 80 Stücke nur näher getauscht. Und noch mit einem anderen, also ich habe schon zwei fette Kaktibalk-Tausch-Sessions gehabt. Karadon ist 100er nicht gemaxt, weil ich habe den anderen nicht, den roten. Frosch 100er Max, 1000 Füße 100er Max, Fisch 100er nicht gemaxt, Flampion keinen guten leider, okay, 96er. Gala Flampion nichts, also auch 96. Zugekex 96, Geist Zuckerfuck 100er Max. Schildkröte, mein erstes aus dieser Gen war das glaube ich. Erster Tausch, random ist Lucky 100 geworden. Sehr nice, Flapdarix nix, Mülltyp 100er Max, Picochilla oder Chillabelle 100er Max. Diese zwei Geister oder Psychodinger 100 aber nicht gemaxt, Pilz 100 nicht gemaxt, Marmolida aus der Quest gejagt 100 nicht gemaxt, Elektro gelber Käfer 100 nicht gemaxt, Castadur leider kein 100er, Klick 100 Random Tausch, Unlucky 100er. Nicht gemaxt. Wichtel 100 und vor kurzem off-camera, also am Montag gemaxt. Und 98 habe ich noch über. Milzer 96er Lucky ist stabil. 100er Eisbär. Frigometri leider keinen guten. Dieser Typ hier 100. Diese zwei Plattfische 100. Golbit 100. Geronimatz leider kein 100. Ameise 100. Kapuno. Gar nichts Gutes. 98er Kobalion Max. Terrakium Shiny Lucky 98er Max. Iridium 96er Max. Bogios, Voltolos, nix. Reshiram, nix. Demeteros. Was mich stört, wieso kommt der nicht direkt nach dem Blauen? Wieso kommen diese Drachen dazwischen? Zirkum habe ich noch keinen gemacht. Genesect 2, beide gleich schlecht. Identisch. Mermetal habe ich 1,98er. Ja, und das war's. Das war meine Sammlung. Alles habt ihr jetzt gesehen. Ein sehr langes Video, aber das beantwortet die Frage ein für alle Mal. Endlich habe ich es gezeigt. Alle 100er, alle gemaxten, alle Shinies, alle Luckies, alle Shiny Luckies.
alles. Ja, das habe ich alles in 4 Jahren erreicht. Ist eine gute Sammlung. Das war's. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, serious business.